Hallo Leute, heute machen wir ein richtig lustiges Video. Hallo Zille! Ah, Marc, bist ja auch da. Das ist schön, dass ihr zuschaut. Denn dieses Video machen wir ausschließlich für unseren Zille. Warum? Wieso? Wenn man ein bisschen Abstand gewonnen hat und das Wort Freundschaft komplett streicht, dann bist du unheimlich berechenbar. Wir haben auf diesen Satz im Video gewartet. Wir wussten es aber nicht. Wir haben E-Mails bekommen, wir sollten uns mal das Video angucken, beziehungsweise den Stream. Und ganz zum Schluss hast du gesagt, ihr wisst, was ihr bekommen habt von mir. Richtig, wir wissen's. Deine seltsamen Geschenke, auf die du hier jetzt aufmerksam machst, wir zeigen sie dir. Acht gepasst. Im Loop 5. Grob zerlegt. Ja, gleich vorneweg, es fehlt auch kein Teil. Wir haben von jeder Zerlegung haben wir ein Video gemacht, damit du nicht auf dumme Gedanken kommst. So, da hast du uns gegeben hier dieses Polybag von Hidden Side. Ja. Dann Trolls. Dann Hidden Side. Der Flieger. Der Flieger. Geht weiter. Immer wieder Ruhe. Nicht aufregen. Hör auf, dich aufzuregen. Wird doch besser. Kommt. Es wird besser. Stunz. Stunz. Flieger. Creator. Von Lego. Geht weiter. Harry Potter. Creator. Das winterliche Dorf. Und das Boot vom Creator. So. Da kommen noch zwei. Ich wollte gerade sagen, es war noch nicht alles. Nein. Ninjago. Der Bus von Hidden Side. Tolles Set. Sehr schönes Set. Richtig. Vollkommen richtig. Ach ja, das sind alles Sachen, wo Zille gesagt hat, wir sollten euch nicht sagen, dass das von ihm ist. Ja, aber er hat eine Bedingung gestellt. Wir sollten die zwei Flugzeuge vergleichen. Haben wir gemacht. Wir halten unser Wort. Das sind alles Geschenke des Herrn Zille, auf den er aufmerksam macht. Kannst du das mal wegräumen? Es kommt ja noch mehr. Ja. Das sind nicht wie bei armen Leuten, ne? Ich pack mal ein bisschen was weg von den Notfallsachen, die kommen nachher alle schön. So, dann hatten wir im Stream beschlossen, beziehungsweise Zille, er hat drei Burgen. Er schickt jedem eine Mark, eine uns. Die würden wir dann zusammen aufbauen. Ich habe dann den Vorschlag gemacht, jeder soll was anderes davon bauen. Und dann haben wir drei wunderschöne Streams. Haben wir uns auch darauf geeinigt. Muss man zugeben. Ja? Da ist es. Jetzt ist aber Folgendes passiert. Mit diesem Set hast du uns was geschickt? Von Lego Movie 2 das Kitty Friends Forever Set. Keine Ahnung, wo das ist, wir finden es nicht mehr. Deswegen kannst du dir im Zille-Shop das Ding für 6 Euro kaufen. Genau. Die 6 Euro legen wir bei. So. Ist ja noch nicht alles. Genau. Hallo? Dann kam unser Urlaub. Ja. Da hat Herr Zille gemeint, ich schmeiß euch mal was ins Auto. Okay. Er hat geschmeißt. Einmal hier das Creator-Set. Es ist noch so, wie du es uns gegeben hast. Nicht aufgemacht, nicht vorgestellt, gar nichts. Kannst also jederzeit in deinem Shop wieder verkaufen, passt. Genauso hier das Friend. Genauso. Noch nicht aufgemacht von uns. Und dann haben wir natürlich hier die Strandhütte. Die Strandhütte. Auch noch original verpackt, nicht aufgemacht von uns.
So. Und jetzt kommt's Letzte. Beim Cäsar hattest du uns gefragt. Wollen wir ein Set? Soll ich euch ein Set kaufen und das hier aufbauen? Wir haben mit 20 Euro gerechnet oder 20 Franken. Dann kommst du dann an mit dem Ding hier. 89 Franken. Wir sollten beschäftigt sein, habe ich so das Gefühl. Richtig. Und da wurde ja schon ein Video drüber gemacht. Von unserem Marc. Die 90 Euro habt ihr nur mitgenommen. Ja. Ich habe gelacht wie ein Blöde. Ja. Ja. Marc, das kriegst du demnächst vom Zimmer. Warum? Wir packen das Ganze jetzt wunderschön in die Kiste und schicken dir den Scheiß nach Hause. Wir wollen von irgendwelchen Ex-Freunden, die uns gelinkt haben, keine Geschenke. Jetzt kannst du anfangen zu lachen. So wie du es zum Beispiel mit anderen gemacht hast. Zum Beispiel mit genialem Tuning. Den läufst du doch heute noch hinterher. Der hat so viele Abos gekauft. Ja, ist ein bisschen seltsam mit seinen Abos. Aber uns hat er nichts getan. Deswegen haben wir noch mit Handschlag begrüßt. So, das packen wir ein. Das werden wir dann auch noch filmen. Da fehlt noch was. Ui. Nicht, dass ja. Heißt, du jetzt keinen Ersatz bekommen. Richtig. Die ist ja angeblich kaputt angekommen. Musst du jetzt nicht extra kaputt hauen, damit du sie zeigen kannst. Okay. Ich traue dir alles zu, mittlerweile. So. Dann würde ich mal sagen, ich habe da drüben den Zettel. Würdest du mir den holen? Ja. Den habe ich vergessen. Ja, ne? So wird es gemacht und nicht anders. Hier der rote Zettel da. Ah ja. Und die Namen draufstehen. Ja. Jetzt wird es interessant. Gab da ein paar Leute, mit denen aus den unerfindlichen Gründen auf einmal Stress war. Ja. Und einer ist plötzlich aus so einem Discord rausgeschmissen worden, weil er angeblich Hakenkreuze auf der Hand hatte und im Ohr. Stimmt aber nicht. Wir wussten davon nichts, erst später, als es dann zu spät war. Wir haben es abgekriegt. Ja, auf jeden Fall. Wir haben es vertreten, ja, egal. So, wir sollten jeden Kontakt vermeiden, laut Zille und Marc. Mit genialem Tuning. Dann mit Markus Müh. Sollten wir langsam nichts machen. Weapon Lady. Klemmbaustein Forever. First Beast, Fast Beast, Innobrick und Rampo. Einige von denen sollten wir laut Anweisung des Herrn Zille sogar aus dem Discord schmeißen. Haben wir nicht gemacht, wir haben keinen Stress mit den Leuten. Wenn du dir mit den Leuten irgendwelchen Stress einhandelst oder glaubst, du hättest Stress, dann ist das dein Problem und nicht unseres. Und jetzt kannst du lachen und brüllen vor Geisterung über dieses Video. Wir gönnen ihr das. Ne, wa? Auf Nimmerwiedersehen. Hast du noch was zu sagen? Paket kommt. Paket kommt. So, hier haben wir eine wunderschöne kleine Kiste. Da wird alles reinpassen. Wir packen das natürlich sorgfältig ein. Ja. Wir sind ja schließlich keine Vandalen. Vandalen, nicht Sandalen. Haben wir auch nicht an. Nein. Lass mich mal gucken. Nö. So, denn... Ah, da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Du bist sowas von berechenbar. Auf das Ding habe ich gewartet. Ja, weil das kennen wir aus anderen Videos. Polybag, die ist ganz. Das sind jetzt die Sachen vom Loop 5. Dass auch alles drin ist. Ja, nicht das da. Naja, heißt, oh, da fehlt die Hälfte. Oh Gott, die habe ich beschissen. Wie gesagt,
Es wird ein lustiges Video. Sorry für alle, die sich das antun. Ja. Wir wollten es vermeiden. Ja, auf jeden Fall. Aber, mein Gott, das gibt Platz bei uns, Leute. Ja. Platz für neue Klemmbausteine. Jawohl, ja. So, noch einen Blick. So rum. Und jetzt tust du mal bitte unterbrechen. Halt. Guck. Geld. Ups. So, jetzt tust du bitte unterbrechen. Ich hole nämlich Papier für die Tasse. Ja. Deine Tasse. Unbeschädigt. Niemand soll Clemmy irgendwas nachsagen können. Er hat drauf gestanden, das Ding da reinzuschmeißen. Ja. So, jetzt kommt es hier rein. Kiste hinter. So. Kriegen wir schon irgendwie hin. So, jetzt kommt da noch ein bisschen Füllstoff rein und dann machen wir den Aufkleber fertig. So, ich habe hier schon eins Füllstoff. Gehen wir hier rüber. Hochkant. Genau. Dann passt doch. So, jetzt hole ich noch ein bisschen WLAN-Kabel. Niemand soll sagen, wir hätten es nicht ordentlich verpackt. Jetzt hole ich mir erstmal ein paar Hände. Das ist zu viel. Ich freue mich drauf, wenn das hier weg ist. Marc, freu dich! Das kriegst alles du! Weil dir geht's ja so schlecht, wie Zille gesagt hat. Hast nichts auf der Naht. Das ist jetzt kein Hetzen, das ist Tatsache. Hat er im Dings gesagt. Beim Cäsar. Ja. Und bevor er es abstreitet, soll er ganz genau überlegen, wann er es gesagt und wer alles da war. Nicht nur Nervensäge und wir beide. Hinter ihm haben noch Leute gesessen, die haben ganz komisch geguckt, wie er es gesagt hat. Ganz genau nachdenken. So. Ah, oh, schönes Päckchen. Ist hier noch ein bisschen viel Luft drin. Will nicht, dass hier was kaputt geht. Nö. 6 Euro reichen. Ja. So. Ich halte schon mal ja, zu. Kannst du mal unterbrechen? Weil ich hol Messer und dann hier so eine Rolle. Mach du mal, weil ich möchte nicht, dass heißt, wir hätten was rausgenommen. Trauschau wem?
Mittlerweile traue ich allen Leuten alles zu. Das ist schade. Ach ja. Was ein Affenzirkus. Was mich ein bisschen gewundert hat, dass angesprochen worden ist, dass wir so früh aus dem Brixhaus raus sind. Naja. Oma, erzähl das bitte. Sagen wir mal so, wir mussten nur 100 Kilometer fahren. Irgendeiner wollte sich eine Klampfe nicht mehr anhören. Gell, genau. Sinde? Und, ich höre mir dieses Elend nicht an, hat da einer gesagt. Ja. Boah, wer war das nur? Zinder, habe ich eben gerade gesagt. Und ja. Nach dem Essen sind wir dann gegangen. Was sollten wir da bis 3 Uhr die Nacht noch rummachen? Keine ja. Ahnung. Er hätte ja mit seinem Auto fahren können. Ja. Wollte er ja nicht. Er wollte ja vorne sitzen und am Navi rumtatschen. Scheiße. Ich habe hier ein Problemchen. Wir haben ein Problem. Die neue Klebebandrolle will ich. Ja, eine neue. Das ist immer so ein Scheiß. Ach ja. Dann ist das ganze Müll wenigstens vom Tisch. Da war es zu Ende. Cool. Egal. Schönheitsverzierung. Das Band ist gut geschnitten. Ja, das ist optimal. Mal sehen, wie weit. Gibt es auch ein paar Nieten dabei. Jetzt. Da unten ist schon wieder ein Riss. Das habe ich fein gemacht. So. Scheiße. Erstmal zuheften. Ja. Habe ich doch so tief geschnitten. Ja. Wie gesagt, wird ein lustiges Video. Jetzt sagt mal bloß, das wäre nicht lustig. So. Gleich habe ich mir eine andere Rolle. So. Ja, schön abgerissen. Dann noch was ist. Wir werden es erleben. So, jetzt werden wir die Kiste hier auf die Platte knallen. Weil ich muss da rundherum und so weiter. Damit es auch schön zu ist. Guck mal, einen Kugelschreiber, oder schreiben wir einfach in der Mitte und dann weiß jeder, das ist von uns jetzt zugemacht. So. Wunderschön. Ne? Darf ich auch nochmal? Aber klar doch. Er sammelt Autogramme. Einfach mal Danke drauf geschrieben. Genau. Viel Spaß mit dem Paket. Ja. Noch abschließende Worte? Ja. Pure Freundschaft. Den kenne ich auch ein. Wie hieß der? Ulbricht. Der hat auch immer jedes zweite Wort. Freundschaft. Freundschaft. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Geht morgen raus. Tschöne. Tschüss.